Mal sehen, wie wir da hochkraxeln, aber dafür gibt es auch einen Wein hinterher. Also für dich. Oh Gott, ja. Ist der steil. Oh, und schmal vor allem. Mann, oh Mann. Ui. Alter Freund. Dürfen wir da überhaupt hochfahren? Ja. Da geht es um Geschicklichkeit. Wir haben drei verschiedene Stationen und es sind Markierungen auf dem Boden aufgemalt, wo die Autos möglichst nah hinfahren sollen. Also sie müssen einen bestimmten Punkt genau treffen mit der Stoßstange oder Hinterseite. Und ganz hinten bei dem Strich, da geht es um den Abstand. Die müssen mit einem Abstand von 1 Meter parallel zu diesem Strich fahren und möglichst nah an diesen 1 Meter rankommen. Und dafür gibt es dann Punkte. Das sind 1,60 Meter. Doch, guck. Wie viel wolltest du, Julian? Was wolltest du machen? 1,88 Meter. Ist jetzt leider nicht ganz so gut gelaufen. Schade, aber gut, kann man jetzt nichts mehr machen. Hoffen wir auf die nächste. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ja, wir haben hoffentlich viele angesteckt, dass sie an der Wave mitmachen, ein Elektromobil kaufen, Solarschalttafeln montieren und nicht mehr rumstinken. Uns nächste Team. We made it. Willkommen in Lisa. Grand congratulations at Uwe Balmer and his team. They did a great job. Thank you very much. It was very fun. Das ist das Auto von meiner Frau und ich wollte mir nächste Woche einen neuen SUV kaufen, das werde ich nicht tun. Herzlichen Glückwunsch und Applaus fürs Team aus Frankreich. Keep going, doing good things. Ich bin eine genetische Sackgasse, aber viele von euch haben Nachkommen und die wollen auch noch leben! Team ITK, ITK, you're the winner of the Wave Trophy 2016. Congratulations!